Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Akras 3 LTC-Projekt hier mit der lieben Jenny. Hallo und hallo meine lieben Freunde und mit dem lieben Sir Lenz. Boah, ich bin endlich mal lieb. Ja, also, letztes Mal hat Jenny aus welchen Gründen auch... Was denn? Sonst hast du mich nie mit lieb vorgestellt. Warte mal, schlag mich mal ganz kurz. Ich höre nichts mehr. Ja, Soundmuffler. Ah, ich habe mich gerade erschrocken. Ja, auf jeden Fall, letztes Mal hat Jenny mit dem Tickers Construct, wollte ich gerade sagen, mit den Kram hier angefangen. Und ich habe angefangen, die ersten Golems zu bauen. Da werde ich jetzt auch weitermachen mit dem Steingolem. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich habe Tempus das letzte Mal... Ja, Tempus ist hier, genau. Das heißt, ich so. Muss... Oh, ich kann eine Alien machen. Ich hasse Grey und Skies mittlerweile. So verpackt das Alien immer. Also, im Endeffekt ist das relativ einfach. Wie man jetzt hier mit den Crucible umgeht. Jenny, willst du auch mal gucken? Lässt du mich ganz kurz noch ein Element herstellen? Ja. Oh. Ich glaube, du bist gerade gebissen. Aber keinen Schaden kriege. Tatsächlich. Komisch. Naja, gut, auf jeden Fall. Ich kann jetzt die Items reinschmeißen. Ja. Und die Werte, die die Items haben, sind dann im Crucible drin. Ich glaube, du siehst das wieder nicht, oder? Mach jetzt so. Nee. Ja, nein. Gut. Auf jeden Fall, hier sind halt Items drin. Und wenn ich jetzt das richtige Zusatzteil reinschmeiße, was in diesem Fall ein Stonebrick ist, was ich definitiv hier nicht habe, ne? Ach doch, habe ich sogar. Was ein Wunder, ich habe aus irgendwelchen Gründen hier ein Stonebrick liegen. Verdammt! Oh. Jetzt ist er weg. So. Und wenn ich das jetzt reinschmeiße... Gibt's Totenverderben? Sollte ich... Komisch. Übrigens, unten rechts wird es immer so angezeigt, was ich gerade produziert habe und so weiter. Hä? Ach, es ist einiges verkocht. Okay, ich wusste gar nicht, dass es in dieser Version schon drin ist, dass es etwas verkochen kann. So, jetzt habe ich den Golem bekommen. Verdammt, ich muss jetzt tot wiederherstellen. So. Das ist als nächstes nervig. Brauche ich Iron und Thormium Golem. Iron ist ein Block of Iron und Thormium ist ein Block of Thormium. Hoffentlich haben wir so viel. Thormium. Alter, ich kann das überhaupt nicht aussprechen. Also ich finde es leicht nervig. Was? Dass ich das hin und her gecrafte. Inwiefern? Naja, dass du halt, es schön wär's, wenn du in Tinkers, nicht Tinkers, hier bei Farmcraft, cool wär's, wenn du schon einen Aspekt gelernt hast, zum Beispiel Kombination aus Wasser und Berge. Die Kombination, dass das Leben ergibt. Das und kannst du machen. Ja, ja, und wenn du einen für Rechtsklick drauf hast, wird's automatisch gecraftet. Achso, gut, nee, das geht nicht. Weißt du? Das ist schade, weil du musst immer wieder, denn wenn du es nicht ausfindig lässt, zurück in deine Liste gucken, in Tier 1, Tier 2 oder sonst was, wenn du auf Tier 7 bist auf einmal. Dann musst du schon nee, das musst du nicht. Also du siehst, du kannst dir das Rezept anzeigen lassen, das ist ein bestimmtes Ding, was du erforschen musst. Ja, auf jeden Fall, ich bin hier, weil ich muss jetzt schon wieder Tod herstellen und für Tod brauche ich Leben, für Leben brauche ich Wasser und ich habe kein Wasser mehr. Dann pack hier Sugarcanes rein. Warte diese kurz. Beiden Dinger. Ich wollte gerade was herstellen, was auch immer ich gerade wollte. Stimmt, ich wollte Tod herstellen, weil ich kein Tod mehr habe, oder? Ja. Das heißt, ich brauche Leben und noch was? Wie Tod? Leben und Donner. Ja, jetzt habe ich Tod. So. Das heißt... Gut, eventuell sollte ich auch erst Wasser reinpacken. So, das muss jetzt kochen. Und ich habe übrigens einen neuen Zauberstab gefunden, den du irgendwo hattest. So, was soll ich, Sugarcane, soll ich wo reintun? 1, 2, 3, 4. 4. 1 und. Bling! In den Deconstruction Table. Und der zerlegt alles ins kleinste Basiselement zurück. So, zeig mal, wo, welches? Deconstruction Table. Wo ist der? Der hier. Da, wo die Hopper vor sind.
Einfach reinschmeißen. Ja, der zerlegt das dann. Dauert das halt nur manchmal ein bisschen. Und das zerlegt es dann zu mir in mein Table oder was? Nein, das musst du dann gleich reinnehmen. Und je nachdem, wie viele Elemente es halt hat. Das heißt, jetzt Sugarcane, hast du schon analysiert? Nein. Mach mal. Dann siehst du es besser, darum geht's. So, jetzt brauche ich noch Magie. Die Dinger hier haben Magie. Jetzt hab ich. Was für ein Verhältnis? Habe ich. Hier. Oh. Gut, dann komm mal her. Ja. Dann klick da mal drauf und mit Shift siehst du ja die Elemente. Da siehst du ja, das eine ist hörbar, dieses Blatt, Wasser und Air. Ja. Also Luft. So, das hörbar, das wird zu Wasser und Erde, glaube ich, zerlegt, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, es wird halt so weit immer weiter zurück zerlegt, bis es die Basiselemente hat. Also jetzt habe ich selber ein Aqua drin und so habe ich jetzt rausgeklickt. Wenn du irgendwas total Kompliziertes drin hast, hast du beispielsweise Workbenches, weil da dieses Crafting drin ist, du hast eigentlich immer dann irgendein Symbol. Und je nachdem, was wie oft drin ist, kommt es halt auch öfters vor. So, 1, 2, 3. Du sollst nicht mal erwähnen, dass ich erst Tier 4 bin. 1. Egal. Boah, Alter, wie viel Müll ich hier gerade erzeuge. Das gibt gleich hübsche Abgase. Hauptsache, ey. Gehirn, denn Eule. Ich muss jetzt mal. Oh, Eule. Fuck! Oh Gott. Ich kann. Aus Brain und Bieste kann ich einen Human machen. Ernsthaft? Buh. Tier 6. Jenny, guck, schnell, guck. Ja. Oben. Was zum? Das passiert, wenn man die Umwelt verpestet. Schäm dich. Weil es kommen ja auch immer Nebenelemente mit bei rum. Die man zu 99% nie braucht eigentlich. Okay. 3, 4. Und ein Eisen. So, weg mit dem Zeug. So, dann brauche ich jetzt. Aua! 1, 2, 3, 4. Hey, ich hab Tier 6. Hallo, was ist das? 1, 2, 3, 4. Dann ist das was? Plus Human. Irgendwas ist da falsch. Human. Warum habe ich jetzt. Hä? Bei dem brauche ich 8 von jedem. Verdammt. Gut, das heißt 1, 2, 3. Oh Gott, jetzt muss ich nochmal Human machen. Bei denen drauf. Okay, bei denen ist irgendein Müll drauf. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus. 1, 2, 3, 4. Komische Kasten. Ja. Oh Gott, ich brauch noch 1, 2, 2 mal Human. Okay. Oh Gott. Macht das was aus, wenn ich. Macht das was auch aus, wenn ich Tier 7 nicht mehr lerne? Nö. Das letzte Tier brauchst du nicht. So. Entschuldig. Ich habe hier gerade nicht die Brühe verteilt. So, ich lade alle. Machen wir es mal so. So, 1, 2, 3, 4. Boah, gibt der viele Aspekte. Der gibt da schöne Aspekte. Ja, der mittlere hier. Der über mir. Dieser Matrix-Dings da. Ach so, ja, klar. Wieso kann ich das nicht erforschen? Es geht nicht alles zu erforschen. Soundmuffler auch nicht. So, das heißt, ich brauche 8 von jedem. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was heißt eigentlich, wenn der Rauch 6, rauskommt? 7, 8. Dass du es nicht erforschen kannst. So, habe ich jetzt von allen 8. Aber wenn ich länger gedrückt halte, kann ich trotzdem erforschen. Solltest du eigentlich nicht können. Konnte ich aber.
Wie gesagt, solltest du nicht. Vielleicht, weil ich Admin bin? Ich kann's einfach. Ja, weil du Admin bist, erzeugst du neue Mod-IDs. Ja. Genau. Cool. Ein Tomix-Slime ist gerade entstanden, Jenny. Ein was für ein Slime? Tomix-Slime. Kann ich dir da forschen? Hey! Oh, nein, das Problem ist, der kann ein bisschen was kaputt machen. Oh, ich hab's aufgesammelt, warte mal. Ja, schmeiß mal raus und versuch mal zu erforschen. Wenn es geht, will ich das Ding auch mal im Stand ja, haben. Ja, geht. Dich hab ich schon. Ich dich nicht, bleib mal hier. Hey. Du hast jetzt die Essenz Human, dieses doppelte Lebenszeug, du hast eine Eule und du hast Darkness. Cool. So, und ich hab die nächste Quest fertig. Und schon wieder sehr viel Müll im Inventar. Was ich einfach alles jetzt mal da reinpacke hier. Alter. So. Kannst du ja fast jede Aura Node einfach scannen. Lamp of Fertility? Du kannst eigentlich jede. Hab ich doch gesagt. Was sagt die Uhr? 11. Ja. Hä, wo ist denn jetzt die Lamp of Fertility? Hä? Dann gehe ich erstmal dabei. So, 16 Golem Animation Cores. Alter, von den Aura Nodes bekomme ich so viele Sachen. Ach du Scheiße, die sind... Oh nein, ich will nicht. So, das ist Nitor. Oh, aua. Woran liegt es, dass man von denen so viel kriegt? Das ist voll krass. Was für die Aura Nodes? Ja, ich krieg teilweise 70 Aspekte. Das kriegst du nicht. Also das, was da steht, kriegst du nicht. Du kriegst ein Zehntel von dem, was da steht. Oh, also was die Aura Nodes an Elementen haben. Das ist ja gemein. So, was war das andere? Das ist wie eine Packung Chips. Kaufst du 200 Gramm, Riesenpackung, und drin ist nur die Hälfte. Definitiv. Liegt nur daran, dass du die Hälfte schon aufgegessen hast auf dem Weg. Nein, ohne Witz, das ist voll schlimm. Du hast so eine Riesenpackung Chips, das ist echt so. Machst du auf und da ist die Hälfte einfach nur Luft. Ja, aber Luft wiegt nix. Was ist Unstable Aura Node? Das ist eine instabile Aura Node. Böse instabile Aura Node. So, Weizen hat einiges Interessantes. Ach du Kack. Dann brauche ich noch Meto. Wo ist das denn drin? Ein Haus vielleicht? Ja. Okay, das heißt, ich brauche Holz drüben und Steinchen. So, und das andere, was ich machen muss, ist das komische Ding hier. Lucrum und Tera. Tera ist im Dirt drin, das weiß ich. So, und jetzt die Preisfrage. Gold. Ich muss ernsthaft Goldblöcke nehmen. Oder ist es auch im normalen Gold Chicken, drin? Chicken! Gut, ist auch im normalen Gold drin. So, dann brauche ich Sulfur, jede Menge. Glowstone noch dazu. Und Bricks haben wir da noch welche von 120. Das wird hoffentlich reichen. So. Boah, ey. Also, du kannst ja jede Pflanze scannen. Das ist ja krass. Hauptsache, du bist Pepperoni. Jetzt ernsthaft bei den Pflanzen bei. Cherry. Avocado. So. Wusstest du, dass Avocado auf Bäumen wächst? Ja. Ich jetzt auch. Keine Angst, ich wusste schon vorher. Okay.
komisch. Banana. So. Eins, zwei. So, einfach mal ein bisschen was reinschmeißen. Nein, ich übertreib's nicht. Ups. Du übertreibst es nicht? Nee, gut, dass wir uns da einig sind. So, ein paar mehr Fackeln wäre ganz gut. Und ich brauche 9 Eimer. Boah, das ist so nervig, das Zeug herzustellen. Zehn und zehn wollte hier noch gehen. Tobi. Ja. Hi. Hi. Kommst du öfters hier? Ne? Der Beacon bringt ja auch viel, ist ja geil. Ja, klar bringt Beacon viel. So. Einen noch. So, 32 leck. Das hilft wirklich. So. Verdammt, meine Kiste ist gleich voll. Dann brauche ich jetzt noch mehr Bricks. Verdammt. Oder? Oh, 17 Minuten. Okay, gut. Du hast anmoderiert, oder? Ich glaube ja. Ja. Nein, du hast angebracht. Du warst das. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Guck bei lieben Jenny vorbei, guck bei mir vorbei. Lasst einen Kommentar und eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.